Hallihallo, meine Lieben. Ja, da bin ich wieder und zwar zu einem XXL Mega Haul. Ich habe bei der Simone, das sind zwei Bestellungen zusammen, wenn nicht drei, weil Nachlieferungen dabei sind und so weiter und so fort. Also nicht erschrecken, es sind mehr zusammenkommen, aber ja. Bevor die neue Lieferung kommt, was noch schlimmer ist, also die hat mich von den Socken gehauen. Preismäßig. Also ich muss jetzt echt sparen anfangen. Aber bevor ich das mache, zeige ich mal, was ich mir gegönnt habe. Und zwar hat sie das, das ist jetzt nur die, wie sagt man denn, der Flyer dazu, keine Ahnung, die Anleitung. Das Kästchen sprengt den Rahmen meines Tisches, das ist ziemlich groß. Und ja, das war im Sale-Ordner drinnen, das habe ich mir jetzt mal gegönnt. So Schubladenfächchen, Fächerchen. Und ja, habe ich ganz cool gefunden. Ich bin am überlegen, ob ich es braun lasse oder irgendwie weiß mache. Keine Ahnung. Mal schauen. Ich denke aber, dass ich es einfach braun belasse, weil irgendwie schaut es ganz cool aus, finde ich. Aber wenn ich sonst nicht, ja. Ja, weil ich alles durchgemixt, also ja, das durfte mal mit jedenfalls. Genauso wie zu kurz schauen. Ups. Dieses, das ist auch so ein Organisationsdings. Das andere hat 5 Fächer und das hat halt 3 Fächer. Und das andere ist kürzer, glaube ich halt. Ich weiß nicht, die haben mir die Massen zusammengeschaut. Ja, das ist eben ein anderes Teilchen. Und da ist so für Stempel oder Papier oder was auch immer, was man halt so auf dem Schreibtisch rumfliegen hat. Wenn man dachte, passen hoffentlich meine Stempel rein. Also ich habe auf dem Schreibtisch meine Spruchstempel immer ganz gern griffbereit. Also herzlichen Glückwunsch und den ganzen Krempel. Da habe ich ja einiges und ich hoffe, dass es eben in den reinpasst. So, jetzt sind wir mal auf die Seite. Fangen wir mal an mit der neuesten Bestellung, sage ich mal. Und zwar habe ich das im Shop bestellt, da habe ich einmal diese Stanzen für die Envelopes von den Mini-Slimline-Karten gekauft. Ich habe es irgendwie anders vorgestellt. Ich glaube, man muss da zweimal dieses große da ausstanzen. Und dann je nachdem, ob man die Lasche oben oder unten will, eben für seitlich oder oben will, muss man da eben entweder für die seitliche Lasche das da nehmen oder für die obere Lasche das da. Und dann hat man da so quasi die Seitenteile, wo man dran kleben muss und dieses Unterteil zum dran kleben oder halt die schmalen Seiten. Ja, das ist ein bisschen finkelige Arbeit. Ihr habt gehofft, das ist ein Teil, also was wir müssen. Aber keine Ahnung, warum ich das gedacht habe, weil es sind ja zwei verschiedene Varianten. Also irgendwie habe ich einen Denkfehler gehabt, aber es wird schon irgendwie hinhauen. Und ja, weil ich eben mit den Slimline-Karten ein bisschen anfangen will, habe ich mir auch noch so Slimline-Die-Cards mitbestellt, auch von Cards, weil die Mädels vom Design-Team haben gesagt, dass alle Mini-Slimline-Karten irgendwie andere Formate haben, also richtig doof. Und ich weiß es nicht mehr, wer das geschrieben hat, hat gemeint, man kann so eine normale DIN A6 Karte nehmen und die kürzen. Geht sich aber irgendwie nicht so ganz aus. Also, ja. Irgendwie ist die Mini Slimline, ja, größer als die A6. Keine Ahnung. Ich muss mir da echt mal das Maß irgendwie raussuchen, wie das wirklich sein sollte und muss und ja. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das ja gerne mal schreiben, was ihr da für ein Maß braucht. Aber ich hatte halt das jetzt einfach so abgemessen. Oder da für dem abgemessen, keine Ahnung, ich habe noch keinen Kopf gemacht. Ich mag immer gerne die Karten Rohlinge, aber dafür gibt es ja keine. Also, ja. Egal.
Da habe ich einmal Mini-Slimline A. Das ist eben mit so Wellenrand. Mini-Slimline B, das ist mit gepunkteten Linien und ein anderer Wellenrand, also mit Löchern innen rein, so Tischdeckchen-like. Und das Mini-Slimline E, das stanzt Punkte außen und innen. Keine Ahnung, warum ich mir das mitgenommen habe, weil wenn ich da Punkte habe, brauche ich eigentlich kein anderes mehr. Ja, da werde ich wahrscheinlich wieder nicht so ganz genau geschaut haben. Egal. Ist schon zu spät. Habe ich halt für außen und innen. Dann habe ich mitbestellt diesen und eigentlich Noah, der ist falsch geliefert worden. Der kommt dann bei meiner großen Bestellung mit. Und zwar habe ich noch einmal den Babybook mitbestellt. Das sind ja verschiedene Schwangere. Der Schwangerschaftstest finde ich irgendwie strange, keine Ahnung. Aber ich finde die schwangeren Mädels so voll hübsch, die gefallen mir richtig gut. Oder da als kleine Happy Family. Und ja, ich habe mir gedacht, da lassen sich sicher ganz nette Babykarten machen. Da, das ist auch so süß. Und das da mit den Spielsachen. Da sind noch so Nummern, wenn man zum Beispiel Album oder so macht, das ist ganz praktisch. Und ja, da fängt es wieder vorne an. Dann durften mit Stencils, und zwar einmal von Fabrica di Coro, dieses Linien-Dings. Hab da ja mal ein anderes gehabt, mit wo ich den Bär von ihm Bronte genommen habe. Das war so kleines und ich habe mir gedacht, das ist ganz praktisch, wenn man da mal größere Linien hat. Das hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich nur das von ihm Bronte. Von Fabrica di Coro, von lauter. Aus was anderes reden. Das haben wir auch gedacht, schaut sicher ganz cool aus, wenn man auch nur so das bis zur Mitte her benutzt, zum Beispiel. Oder so mal benutzt, das Innere, je nachdem. Dann habe ich mal den von AB Studio. Da habe ich lange überlegt, soll ich nicht? Weil irgendwie, für das, dass es so ein kleines Stencil ist, ist der schon ein bisschen teuer. Aber er schaut ganz cool aus und ich denke, der macht sich auch ganz cool für Hintergründe eben. Deshalb habe ich mich jetzt echt mal dafür entschieden. Und dann habe ich noch diese von Moda Scrap, die ist so ein bisschen kleinere mit Sternchen. Habt ihr ja bei meinem letzten Video euch gezeigt. Diese andere, da habe ich eigentlich ja im Video schon gelabert, dass ich eben andere Sternchen mir auch noch gegönnt habe. Ist eigentlich Sammelbestellgruppe, das gibt es im Shop nicht. Aber die da gibt es im Shop, die habe ich eigentlich auch schon gezeigt. Mit den süßen Tierchen. Ich zeige es nochmal, falls jemand dieses Kartenvideo nicht gesehen hat. Ja, ich finde es immer ganz praktisch, wenn man weiß, wie die Blöcke von innen ausschauen. Von außen sieht man das ja nicht alles so gut. Und dann fängt es wieder von vorne an. Gibt es aktuell auch noch im Shop, also schnell sein, wer was möchte. Dann habe ich eigentlich auch noch, weil es im Sale war, das Einhorn da mitbestellt. Ich habe hin und her überlegt, ja, nee, sorry, ich keine Ahnung. Ich habe es dann nochmal bestellt. Ich finde, das hat da eine nette Größe. Ich hoffe halt mal, dass es von der Größe so ungefähr hinkommt, wie ich mir das vorstelle. So. Ja, eben, das ist echt. Also, wenn man da jetzt so eine Karte hat, füllt das die ganze Karte aus, richtig cool mal. Was Größeres. Jetzt sind die Motive immer so klein. Und das ist mal etwas größer. Dieser
Dann habe ich mir das mitbestellt. Das ist einer sehr beliebt. Ich habe mir jetzt bei der aktuellen Lieferung, die ich noch nicht gekriegt habe, wo erst Ende des Monats Sammelbestellgruppe ist, Stopp ist, habe ich mir ganz viele Wimsy-Stamps mitbestellt, weil irgendwie habe ich mich verliebt in das Stempel. Und ja, da durfte jetzt einmal dieses Peekaboo mit dem Giraffen da mit. Ich habe das ja auch schon mit die Haie, das habe ich, weiß nicht, letzten Haul oder so gezeigt. Und das da habe ich mir mitbestellt. Ich finde der da jetzt richtig mega cool, da ist seine Zunge gezeigt. Der schaut irgendwie so komisch aus, ich weiß nicht warum. Und der hat auch so komische Nase, aber wenn man es dann benutzt, schaut es sicher ganz cool aus. Und überzeugt mich mehr. Also ich habe es hauptsächlich wegen dem Scheißchen noch gekauft. Und die anderen schauen auf der Karte auch super aus, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und diese, die habe ich auch schon länger überlegt und ich hoffe noch nicht bestellt. Ich habe nämlich mal durchgeschaut und den nicht gefunden. Und zwar ist es so die Unicorn Rocker Band von L Create und das musste einfach auch mit. Also die sind schon echt cool, oder? Für die Musiker. Ah ja, da habe ich nur die Kleber von meinen ganzen Boxen-Dingern. Und dann habe ich mir noch ein paar Glitzer und Enamel Dots mitbestellt. Einmal grün. Grün habe ich nämlich echt fast gar nichts. Deshalb habe ich auch das hauptsächlich mitbestellt wegen dem Grün. Das Pink mag ich auch, das Weiß schaut irgendwie so eigenartig aus, keine Ahnung. Dann Blau, Rot. Orange, Türkis, Blau. Das Türkis ist auch richtig schön. Und das ist ein Glitzern. Das ist dann auch richtig cool. Diese. Ich muss echt schauen, wie das tut, weil ich habe noch echt einiges in der anderen Kiste. In der Sammelbestellkiste. Machen wir da mal so ein bisschen Platz. Dann habe ich da. Ah ja, das habe ich noch mitbestellt. Das ist das Glitzermousse von Fabrica Decoro und ja, ihr wisst, ich liebe Glitzer und das ist einfach bunt und ich habe mir schon lange überlegt, das nehmen oder nicht. Ich habe es jetzt mal in Weiß genommen, damit ich es einfach mal testen kann. Da gibt es ganz, ganz viele Farben, also am besten mal reinschauen. Dann die Goodies. Da ich einmal so ein Danke-Böckchen bekommen. Mit Bonbons. Und ein Täschchen mit einem Anhängerchen, einem Perlenanhänger. Und ja, genau, da sieht man zum Beispiel die Wimsy Haie, die ich ja da habe. Das ist so cool. Das hat die Michaela gemacht. Dieses. Mal so her. Also die Michaela ist im Gastdesign gewesen, aber ist jetzt im fixen Team. Also wir haben jetzt ein paar Mädels dazu bekommen, nur so als Info. Ups. Dann geht's weiter. Oh Gott, wie mache ich denn weiter? So, wir haben jetzt gerade alles ein bisschen anders vorgerichtet. Und zwar, das ist eine Nachlieferung von Gorgeous. Das ist auch noch was anderes von Gorgeous nachgeliefert. Das sind so Fächermappen. Ich habe da schon mal andere Motive gehabt. Da waren mal drei am Set drinnen. Jetzt sind es zwei, soweit ich weiß. Einmal diese zwei und einmal diese. Und ich mache da immer ganz gerne meine Stencils, Papierreste oder ein paar Stanzschablonen rein, die ich viel benutzt zum Beispiel und so. Und deshalb habe ich die jetzt nochmal mitbestellt in anderen Varianten. Und das habe ich mal mitbestellt, eigentlich weil ich diese Piratenlady liebte. Die hat im liebsten alles so Fächermappe da gehabt. Oder halt Dokumentenmappe, aber die gibt es leider nicht da.
Und der ist mein absoluter Favorit. Also ich liebe das Mädel. Ich weiß nicht warum, aber der hat es mir voll angetan. Und das habe ich mir diesen Doppel-Notizblock damit bestellt. Bleiben wir mal bei den großen Zeugs, hätte ich mal gesagt. Und zwar habe ich da jetzt die zweite Schablone gekriegt. Die andere war, meine ich, im ersten Haul, im letzten Haul dabei, ja genau. Und das ist eben jetzt eine nachgelieferte. Das sind auch wieder so verschiedene Texturen. Sein 30 oder 12x12 Inch, 30,5x 30,5 normalerweise. Mag ich eigentlich nicht, das habe ich gleich eben im letzten Haul auch schon mit erwähnt. Aber bei solchen kleinen Texturen finde ich es wieder praktisch, weil wenn man das wirklich für Karten nutzt, braucht man das von der Größe her. Wenn es jetzt wirklich ein kleiner Stencil wäre, wie man sie normal kennt, da würde es halt komplett untergehen. Und deshalb passt das eigentlich ganz gut wieder. Dann habe ich mal mitbestellt von Primarine diese Die-Cut-Kollektion mit Safari-Tieren. Ja, keine Ahnung, wenn ich Safari-Tiere sehe, da wird mein Herz irgendwie schwach und ich muss es einfach nehmen. Ja, brauchen, nee, braucht gar nichts. Aber es ist so schier, es ist auch nicht so schier gemalt. Es schaut aus wie Aquarellmalungen und ja, ich habe eh nur in Anführungsstrichen die Die-Cuts genommen und mich gegen die passenden Papiere dazu entschieden, weil es sprengt einfach alles langsam in den Rahmen. Was ich dann aber nur bestellt habe, weil ich mir eben gedacht habe, das passt ganz gut zu diesen Tierchen, sind von Echo Park diese Stencils. Da ich einmal diese Leoparden-Look, dann Zebra. Und ich denke, dass das so Schlangenhaut oder so sein soll oder Krokodilhaut, so je nachdem. Oder auch so Flecken von einem Leoparden, die können ja so auch mal sein, egal. Jedenfalls haben wir noch die Tier-Dinger, kann man immer brauchen, deshalb habe ich mir die jetzt alle drei mal mitbestellt. Und da ist dann nur mein anderer Sternenstencil. Ja, wie gesagt, ich habe es irgendwie mit Sternen übertrieben. Sterne gehen immer. Und da, jetzt muss ich mal gerade schauen, wo ich den anderen habe. Oder zu der Kollektion kommt noch was. Das schaue ich dann gemeinsam zeigen. Und dann habe ich noch das von MFD, dieses Watercolor-Hintergrund-Ding damit bestellt. Da gibt es auch noch so eins, was so splattermäßig ausschaut. Das hat es leider nicht gegeben beim Händler. Keine Ahnung warum, das war wohl ausverkauft. Wollte ich gerade das Feuer suchen, jetzt müssen wir gerade schauen. Die Moonflower Kollektion. Da habe ich mir nämlich einmal diesen Stempel noch mitbestellt. Der ist mega gigantisch groß. Also, ich habe mal nicht damit gerechnet, dass das so groß ist. Aber ja, er ist richtig cool. Auch wieder so hintergrundstempelmäßig. Ich habe beim Kaufen eine Idee gehabt, was ich damit machen will. Irgendwie ist mir mal die Idee wieder entfallen, aber ich hoffe, sie fällt mal wieder ein. Und ja, so Sternenhintergrund geht immer. Und dann habe ich mir den noch mitbestellt. Den finde ich richtig, richtig schön. Das sind auch mal das, so viele Hintergründe, so kleine Sterne. Und die wunderschöne Blume auf dem Mond. Also ich finde das richtig, richtig schön. Das gefällt mir mega gut. Und dann habe ich noch den Die-Cut-Block mitbestellt. Ja, es ist wieder viel mit Englisch und es sind recht kleine Motive. Also das geht jetzt einmal von der Größe. Das sind ganz gut, aber da, wenn man schaut, die Blume sind, die sind ziemlich klein. Ich hatte irgendwie gehofft, dass es ein bisschen größer ist. Ja, nicht so auf die Größe geschaut. Da der Mond hat wieder eine nette Größe. Das eine ist halt alles recht klein, wenn man es nur auf dieses, nur da mit der Karte machen will, aber muss ich halt ein bisschen anders machen als geplant. Der Wal ist aber wieder richtig cool. Auch von der Größe her mega. Da haben wir so Hintergründe ein bisschen. Alles immer doppelt drin, wie man sieht. Verschiedene Mondabbildungen.
Sternchen. Die sind auch voll süß, die Katzen auf dem Mond. Und da sind dann noch so englische Sprüche, so Zeug benutze ich gar nicht, das wird mir irgendwo weitergegeben werden. Ich mag einfach die englischen Sachen nicht so gern. Passt wieder mit dem. Da sind noch meine anderen Mintai-Blöcke, die habe ich eigentlich aber schon gezeigt. Die tue ich jetzt auf die Seite. Ich konnte natürlich nicht nur einen Block davon kaufen, weil mir so gut gefällt. Eh klar. Oh Gott, die ist den Lieferschein weggestecken. Dann, ja, das war auch eine Nachlieferung. Muss dann auf nächstes Jahr die Weihnachtskarten drauf. Das war leider zu Weihnachten nie lieferbar. Die Nussknacker und die Rudolf-Lines. Auf die habe ich schon ganz vergessen, weil die habe ich schon länger auf meiner Liste. Und ja, nächstes Jahr Weihnachtskarten dürfen die zieren. Dann habe ich dreimal von diesen silbernen Steinchen bestellt. Die sind richtig, richtig schön glitzernd. Die hatte ich gerne in verschiedene Farben gehabt, hat es aber tatsächlich leider nur da in diesem Silber gegeben. Und ja, dreimal Glitzersteinchen brauche ich immer. Und das ist für mich ja nicht Winter, das Silber passt immer. Dann habe ich mal Deo mitbestellt von MFD. Das ist jetzt dann die wirklich richtige Stanze für die Klister, für diese da, also nehme ich mal an, zumindest, ja, damit man eben diese Lippen, Balsam, Pflegestifte, Stanzen benutzen kann, dass man das hinten öffnen kann. Da ist auch eine längere dabei, wenn man es eben länger öffnen will. Oder was anderes hat, aber ich habe es hauptsächlich in der Kleinen da bestellt. Jetzt kommt so dazu. Dann habe ich mal. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Also, den Hirschstempel damit bestellt, der ist für die Langkarte. Hirsch geht eigentlich auch immer. Hirsche finde ich richtig schön. Da ist mit Mond. Den habe ich auch irgendwo beim Hall-Foto gesehen und habe mir gedacht, ach, den brauche ich. Und das habe ich, glaube ich, auch irgendwo gesehen. Mit den Schneeflocken. Ich mag so gern so verschiedene Schneeflocken und da ist halt von Studio Light wirklich die verschiedensten Schneeflocken drauf. Dann habe ich mal ein Schmetterlingsstandschablonen-Set bestellt. Das finde ich auch ganz praktisch, dass die Körperchen auf einer separaten Standschablone sein, dass man die gleich in einer anderen Farbe ausstanzen kann. Dann habe ich einmal diesen Bevel Rush Embossing Folder mitbestellt. Den finde ich, der schaut so cool aus. Also der schaut, prägt sich ja auch mega aus. Und einmal dieses Mosaik-Dings von Kaiser Craft. Ich glaube, das war im Sale. Ich weiß nicht mehr genau. Und die waren, glaube ich, auch im Sale von Crealise. Das sind zwar so Hintergrundstempel, so Hintergrundmuster. Und ich wollte jetzt einfach viel so Hintergrundzeugs haben, weil da fehlt mir einfach einiges. Und deshalb hat es mit dürfen. Dann habe ich beim Händler wieder ein bisschen gestöbert und irgendwie eine Marke gefunden, die ich gar nicht kenne. Crafty Individuals, habe ich überhaupt noch nicht gehört. Die Fische haben immer so andere Designs, so cool. Das sind wieder so Gummistempel, wie man es von Katzelkraft und so weiter kennt. Für was da die Tabelle auf der Seite ist, keine Ahnung, finde ich voll bescheuert. Also die gefällt mir gar nicht. Aber die Fische sind so mega cool und da gibt es zwei verschiedene Varianten, einmal das und einmal das. Und ja, ich habe mich nicht entscheiden können, das habe ich beide genommen. Und ich finde die echt mega cool. Also die Fische sind genial. Da wird es ein bisschen schwierig mit Stempeln, weil das ein ewig langes Anglerschnurteil hat. Aber ja, es muss halt mit großen Acrylblock gestempelt werden. Dann war ich mega happy, weil ich habe die Simone gefragt, ob sie so Plastiktüten für den Langkarten hat und sie meinte nö,
Also habe ich mir auf die Suche gemacht, weil das gibt es nicht, dass so viele Händler nichts haben. Und ich habe es tatsächlich gefunden von Anitas Dinlang. Mussten gleich 3 Packungen mit, weil wer weiß, wie lange die auf Lager sein. Es ist ja momentan der Renner und irgendwie hat es mir dann auch angesteckt. Und ach ja, bevor ich meine Highlights sage, dieses L'Enfant Glow in the Dark Stencil Paste nennt sich das, habe ich mitgenommen. Sollte eben eigentlich leuchten im Dunkeln dann, richtig cool. Und ja, meine Highlights, ich habe geschaut, der Händler hat neue L-Create Stempel und oh mein Gott. Erstmal habe ich gedacht, wieso sind die so unterschiedlich vom Preis? Dann ist das gekommen und ich wusste warum. Der Stempel ist riesig, riesig und so genial. Also der Fuchs da mit der Brille, der hat es mir irgendwie am meisten angetan. Und dann gibt es da halt so Blumen, ein Häschen, verschiedene Spinnen müsste es nicht haben, aber Schmetterlinge, andere Sonnenblumen und das. Und sie sind echt, also Hammer, riesengroß. Das Motiv hast du auf einer Karte nicht mal so ganz wirklich Platz. Dann weiß man, wie groß der Stempel ist. Also ist eine normale DIN A6 Karten. Und ja, die passt da 4-mal hin. Also ist ein A4-Set. Richtig cool. Da habe ich einmal mir das gegönnt. Dann das da, das ist mit Bauernhoftieren, würde ich mal sagen. Da ist eine Kuh mit der Pfeife, richtig genial. Ente mit einem Binokel und auch wieder verschiedene Blumen. Und es ist halt auch einfach so groß. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Also als Alter habe ich mir gedacht, mal wer weiß, ob die eine vernünftige Größe haben, weil ich davon ausgegangen bin, dass das Standardmaß ist wie das, wie man es so halt kennt. Aber es ist echt das Doppelte. Richtig cool. Jetzt habe ich es eigentlich eh schon gesagt, das ist der nächste Stempel, den ich mir gegönnt habe. Da habe ich den Hirsch so mega cool gefunden. Und die Eule ist auch voll süß mit den Blümchen. Da haben wir Bienen und Schmetterling. Die haben auch eine super Größe für Karten. Und dann habe ich nur den damit bestellt. Der Oktopus mit dem Hut. Ein Seepferdchen und ein Wal. Ich denke, da lassen sich echt mega coole Männerkarten damit basteln. Also gerade so ein Oktopus mit Hut. Wie genial. Und dann habe ich nur 2 kleine Hintergrundstempel mitbestellt. Die habe ich schon länger im Visier gehabt. Und das einer fehlt, glaube ich, noch mit so anderen Herzen. Ich bilde mir ein, ja. Und die 2 sind jetzt im Kämmen. Die sind wieder um einiges kleiner als das eine, aber ich muss echt sagen, also diese L-Create Stempel seien mein Highlight der Bestellung. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich voll vernarrt in die. Ich finde die Motive so mega genial. Sie sind jetzt nicht ganz günstig, aber für die Größe dann doch wieder günstig. Also, ich hab es mir echt schlimmer vorgestellt. Ich habe echt gedacht, ich habe schon Angst gehabt, was da auf mich zukommt, aber die sind mega cool. Und dann haben wir noch die Hoodies. Da habe ich auch wieder so eine Box wie vorhin in rosa diesmal. Da sind auch wieder diese Bonbons drinnen. Dann einmal diese süße Karte mit den Gnomen. Ich glaube, das ist einfach der Simone, ja. Und nochmal ein anderes Engelchen in lila-gelb. Ja. Richtig süß und gefällt mir. Weil es nur ein bisschen ist, zeige ich euch jetzt gerade von VBS nur meine kleine Bestellung. Und das seien eigentlich alles so Bronte-Stencils und ein Stempel von VBS. Ja, ich habe mir gedacht, das seien so VBS-Eigen-Stencils, weil da ist keine Marke und nichts dabei gestanden. Ich war dann ganz verwundert, dass die Bronte haben. Jedenfalls habe ich mir einmal diese Stencil da mit den Hintergrundmustern da bestellt. Ist auch richtig groß, A4. Dann einmal mit Mandalas. Mandalas liebe ich ja.
Dann ist da eine kleinere noch. Das ist mit Mauerwerk. Ist eben als Bronti. Ich habe echt gedacht, das ist eine Eigenmarke von VBS, aber anscheinend haben sie doch keine eigenen Stencils. Und der ist so süß. Also, oh, ich habe mich in den da verliebt. Dieser Troll da ist so süß. Und da schaut er aus den Eierschwammeln raus. Und da auf der Schnecke wachsen die Schwammeln und Blümchen. Und das sind auch noch so Fliegenpilze. Also ich finde, der Stempel ist echt cool. Und weil es gerade so schön ist, zeige ich euch auch noch meine, ich glaube, 6 oder so von Tiny Boys. Und das ist auch so süß. Also Tiny Boys, schon in den Karton haben sie Herz reingemalt. Und ich finde es einmal so nett, dass die das so individuell machen mit Namen, wer das bestellt hat. Und da kann man auch dann noch diesen Flyer da benutzen. Da ist so Hintergrundpapier dabei. Zwei verschiedene Seiten, also normalerweise findet man was. Und dann habe ich eben diesen Stempel, den habe ich schon benutzt für meine Karten, die ich euch erst gezeigt habe mit den Superhelden. Dann habe ich mich mal entschieden für Buchstaben. Ich habe extra so ein Set genommen, wo groß und klein sein. Da habe ich einmal das Set genommen und einmal dieses Set, weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt öfter mal versucht, Namen zu stempeln und ich habe einfach keine Buchstabenstempel. Ich habe mal welche gehabt, aber die habe ich anscheinend schon aussortiert. Keine Ahnung. Dann habe ich mir das Set bestellt. Alles Gute und das auch cool. Zur Geburt eurer Tochter, eures Sohnes. Zum neuen Job, Konfirmation, Hochzeitstag und bla 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 bla. Also alles ist da irgendwie abgedeckt. Wirklich cool. Musste ich auch haben. Braucht man einfach. Also wenn man das alles Gute, da kann man ja jedes andere alles Gute annehmen und das dazu stempeln. Dann habe ich diese Hintergründe da mitbestellt. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, nee, es sind doch ein zwei mehr als gedacht. Dann diese süßen Kakteen habe ich mitbestellt. Pflanzen sind Freunde, grüne Oase, Fensterbankromantik. Wer hat hier einen grünen Daumen? Ich nicht. Steht nicht da, aber ja, eh nicht. Kakteen ist einfach mir das Einzige, was überlebt irgendwie. Dann habe ich mal das Set noch mitbestellt mit den Blumen. Allerliebste Grüße. Hallo du, ich liebe dich. Du bist mein Lieblingsmensch. Und er liebt mich, er liebt mich nicht, wie man halt früher so mit dem Blümchen gemacht hat. Und sie liebt mich nicht. Das werde ich wahrscheinlich nie benutzen, aber ich finde, die Blumen haben mir wirklich gut gefallen. Und dieses kleine Kerlchen habe ich hauptsächlich wegen dem da bestellt. Ich finde die Maus da so cool mit dem Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk oder was auch immer. Die da oben, ja, das ist halt wirklich nur Weihnachten. Das ist eigentlich A-Maus, ja, ist die gleiche, oder? Ist halt wirklich nur Weihnachten, finde ich ein bisschen schade, aber Weihnachten kommt ja alle Jahre, also kein Problem. Aber wie gesagt, ich wollte hauptsächlich dieses Mäuschen, weil die geht immer. So, das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!